Und damit ein wunderschönes herzliches Willkommen hier heute zum Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark im Signal Iduna Park bzw. in der Arena in Dortmund. Es ist soweit, Deutschland ist ziemlich souverän weitergekommen, Platz 1, zweiter ist Dänemark in ihrer Gruppe geworden. Deswegen schauen wir mal, was passiert so in dem Spiel. Legen auch direkt mal los. Jetzt Florian Wirtz, gefährlich auf der Seite. Der kann probieren, aber es gibt nicht mal einen Eckball. Aber jetzt sind die da zu dritt auf einen Mann, aber bekommen den Ball trotzdem nicht. Jetzt Wind auf Baba! Und Neuer, wichtige Parade. Jetzt Wirtz auf Havertz, Havertz, immer noch Havertz im Ballbesitz. Nochmal auf Mittelstädt, der auf Toni Kroos, Kroos. Auf Florian Wirtz, immer noch Wirtz, Florian Wirtz, aber der kommt da nicht rein in den 16er so richtig. Und auch in keine gute Abschlusssituation, jetzt nochmal auf Gündoğan und jetzt steht da Musiala! 1:0 für Deutschland. In der, ich glaube, 11. Spielminute war es. Jamal Musiala wird da im 16er gefunden. Florian Wirtz macht da den Ball klar und dann... Ilkay Gündoğan tunnelt da die 6, ich weiß gar nicht, wer das ist. Und dann bringt Jamal Musiala den Ball unhaltbar, würde ich jetzt einfach mal sagen, für Schmeichel. Schön ins lange Eck, keine Chance für den Keeper. Und damit steht es 1:0 für Deutschland. Jetzt Ilkay Gündoğan mit bisschen Platz, legt nochmal zurück auf Havertz, der auf Musiala, der auf Wirtz, schnelle, dribbelige Kontakte. Jetzt Mittelstädt auf Wirtz, immer noch Wirtz und er wird da abgegrätscht und somit ist die Situation erstmal entschärft. Jetzt Gündoğan, mal mit Tempo, Musiala legt ab auf Havertz, Havertz scheitert und Gündoğan verpasst den Ball, schade. Jetzt Wind auf Huijmans. Jetzt Havertz auf Florian Wirtz, der mit dem Lupfer. Florian Wirtz erhöht den Spielstand. Auf 2:0, hast du nicht gesehen. Eiskaltes Deutschland hier vor dem Tor. Und auch noch, was ein geiler Lupfer. Also da macht, den machen nicht viele so. Hier, Tah, der in echt gesperrt sein wird, auf Havertz. Havertz dann auf Wirtz und dann lupft ihn Wirtz einfach eiskalt rein. Schmeichel schaut da auch ein bisschen alt aus, wenn man sagen kann. Hier, zack. Also, ja, kein Vorwurf aber an Schmeichel. Der ist einfach stark gemacht von Wirtz. 2:0 Deutschland. Jetzt Havertz! Da habe ich gar nicht gerechnet, dass das was wird. Das ist der Doppelschlag für Deutschland. Kai Havertz und Florian Wirtz im Doppelspiel. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Hier, Musiala legt dann ab, Gündoğan, und dann ist da einfach Havertz, der da ja, frei vor Schmeichel steht. Und so eine Chance lässt er sich auch nicht nehmen. Ist ja aktuell, ja, in Kritik würde ich jetzt nicht sagen, aber Niklas Füllkrug ist da schon... ziemlich gut dabei aktuell, um ihn den Stammplatz streitig zu machen. Jetzt steht es 3:0 Deutschland. Havertz jetzt schon wieder mit sehr, sehr viel Platz. Da ist nur Christensen dabei. Musiala versucht sich da den Ball nochmal zu holen. Jetzt nochmal Eriksen. Eriksen legt ab auf Højlund. Und das ist abseits gewesen wahrscheinlich, weil es ist Halbzeit. Zur Halbzeit führt Deutschland 3:0. Ziemlich souverän. Und damit schauen wir, was in Halbzeit 2 so geht. Weiter geht's mit Halbzeit 2. Jetzt Florian Wirtz. Florian Wirtz. Fehlt jetzt so ein bisschen die Anspielstation. Jamal Musiala, Havertz und Schmeichel. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil sonst steht's hier 4:0. So, jetzt Ecke für Deutschland. Toni Kroos wird sie reinbringen. Toni Kroos jetzt. Ilkay Gündoğan. Oh, der wird da eiskalt gefoult, gibt den Vorteil groß. Jonathan Tata. Immer noch Jota. Musiala, Kimmich, Kimmich, jetzt Jo Kimmich. Groß. Musiala. Auf Gündoğan mit Platz, der nochmal auf Florian Wirtz. Aber da ist Schmeichel diesmal da. Havertz wieder mit bisschen Platz. Musiala zeigt an. Musiala bekommt den Ball. Musiala! 4:0 für Deutschland. Was ein Spiel hier von der deutschen Nationalmannschaft. Zeigt, dass sie hier verdient in der nächsten Runde sind. Und dass es da überhaupt keine Zweifel gibt. Das zeigen sie hier einfach nochmal deutlich.
Das ist schon krass, wie Musiala da den Ball auch dann wunderschön reinmacht. Schmeichel versucht dann auch mit einem Spagat irgendwas auszurichten. Aber keine Chance. 4-0 für Deutschland. Jetzt Baba, Jonathan Tah klärt es aber gut. Jetzt Havertz sieht da Jamal Musiala laufen. Ne? Musiala. Musiala legt nochmal ab auf Gündogan. Gündogan! Und Schmeichel. Nächste Ecke dann für Deutschland jetzt. Toni Kroos wird die Ecke wieder reinbringen, wie immer. Der auf Gündogan. Gündogan wird der Ball abgenommen. Jetzt Eriksen, mal Dänemark. Eriksen, Eriksen legt ab auf Højlund. Wieder Eriksen, Bar. Bar und wieder Tah. Und da gibt es die rote Karte für Rasmus Højlund. Hier nochmal das Foul. Ja, da gar keine Chance auf den Ball. Rot ist, denke ich mal, vertretbar. Wieder Kimmich auf der rechten Seite. Joshua Kimmich, Kimmich, Kimmich. Immer noch Kimmich, der hier nicht vom Ball zu trennen ist. Kimmich an in den Pfosten. Und Würz verpasst sozusagen den Nachschuss, weil er angeschossen wird. Was für eine gute Chance. Jetzt David Raum, neu in der Partie. David Raum. In der Mitte bietet sich Sané an, der jetzt auf Würz. Würz auf Andrich, Andrich auf Gündogan. Und der Ball ist abgeblockt. Aber da war eine Hand im Spiel. Da war eine Hand im Spiel. Und es gibt wahrscheinlich Elfmeter für Deutschland. Hier nochmal das Handspiel in der Wiederholung. Ja, okay, bekommt ihn da an die Hand. Ist ein bisschen unglücklich, aber Schiedsrichter hat auf Handspiel entschieden. İlkay Gündoğan wird den Elfmeter schießen. Gündoğan gegen Schmeichel. Und Gündoğan macht ihn. 5-0 für Deutschland. Das ist ein eindeutiges Spiel aktuell, was die DFB-Elf da auf den Platz liefert. Hier nochmal der Elfmeter, wunderschön getreten, den Keeper ausgeguckt und dann eiskalt verwandelt. Keine Chance für Schmeichel, wenn er im falschen Eck ist. 5-0 Deutschland. Jetzt Paulsen. Paulsen! Und da ist der Anschlusstreffer. 5-1. Aber ich denke mal nicht, dass das hier viel am Spielstand ändern wird, wenn mich da alles täuscht. Hier Paulsen und dann macht er ihn wunderschön rein. Wunderschön. Und damit steht es jetzt 5-1 weiterhin für Deutschland. Nochmal Andrich auf Sané, der nochmal auf Würz. Florian Würz macht nochmal den Lupfer. Florian Würz macht nochmal das Lupferspielchen. Und damit steht es jetzt 6-1 nochmal. Aber Florian Würz macht heute irgendwie nur Lupfer. Naja, wenn es funktioniert, soll niemand was dagegen sagen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ne? Hier Andrich, Sané, Sané sieht Würz, Würz sieht den Lupfer und der Lupfer sitzt halt einfach wieder perfekt. Und damit steht es 6-1 für Deutschland und damit sollte das Spiel auch vorbei sein. Richtig, also im Orakel sagt, ja, das Orakel Deutschland gewinnt sehr, sehr eindeutig. Schreibt gerne auch euren Tipp in die Kommentare. Und würde mich auch mal interessieren, lasst gerne auch mal ein Abo da. Würde mich auch definitiv sehr, sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer ne Neues. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Weil jeder trägt dich Huren so bedingungslos auf Händen. Und du weißt, wie das geht mit diesen Steuern und Finanzen. Hast von jedem gut laufenden Unternehmen Aktien. Kriegst alles geschenkt, kriegst alles hin. Bis Weihnachten nie zerrissen, weil deine Eltern noch zusammen sind.